slowenischen KP Milan Kučan. Er erklärt, dass die Bergarbeiter von Trepča mit ihrem Hungerstreik nicht nur die Autonomie von Kosovo, sondern auch die jugoslawische Verfassung verteidigen. Der Hungerstreik veranlasst den Innenminister bzw. KP-Chef Kosovas Morina und die anderen zwei Politiker zu einem Manöver. Sie treten zurück. Die Bergleute verlassen nach einer Woche total erschöpft die Mine. Einer von ihnen ist später gestorben. Aber sofort danach wurden die Rücktritte für ungültig erklärt. Gleichzeitig kommt es in Belgrad zu einer anti-albanischen Massenkundgebung mit dem Führer Serbiens Slobodan Milosevic als Hauptredner. Nach unbedeutenden Vorrednern, darunter auch der Vorsitzende des jugoslawischen Staatspräsidiums Raif Dizdarević, gieß Slobodan Milosevic Öl ins Feuer. Kada se mi nalazimo pred novim pobedama nad albanskim separatizmom i nacionalizmom, kad smo došli dotle da nam je cela Jugoslavija jasno i otvoreno priznala da se mora promeniti Ustav Socijalističke Republike Srbije, kada su separatisti i nacionalisti sabijeni u ćošak, javlja se njihov povećani otpor koji nećemo dozvoliti i koji ćemo suzbiti. Vor zehntausenden aufgehetzten Serben, darunter viele Studenten der Belgrader Universität, sagt Milosevic: Wir werden alle Namen herausrücken. Und ich möchte euch sagen, dass diejenigen, die die Menschen gegen die politischen Ziele Jugoslawiens manipuliert haben, bestraft und verhaftet werden. Das garantiere ich euch im Namen der Führung der Sozialistischen Republik Serbien. Da manipulišu radi ostvarenja političkih ciljeva protiv Jugoslavije, biti kažnjeni i biti uhapšeni. U ime rukovodstva Socijalističke Republike Srbije, ja vam to garantujem. Sofort danach verhängt das jugoslawische Staatspräsidium den Ausnahmezustand über Kosovo und schickt Armeepanzer dorthin. Einige Tage darauf, Anfang März 1989, stimmen die Abgeordneten des jugoslawischen Bundesparlaments, darunter auch Vertreter aus Kroatien und Slowenien, dem Ausnahmezustand mit überwältigender Mehrheit zu. Davor hielt Laza Mojsov, ein Mitglied des jugoslawischen Staatspräsidiums, eine Rede vor dem Bundesparlament. Angeblich hätten, so behauptete er, Kosovo-Albaner eine konterrevolutionäre Verschwörung gegen Jugoslawien geschmiedet. Man verfüge über ein schriftliches Dokument, aus dem das klar hervorgehe. Später hat sich herausgestellt, dass so ein Dokument nie existiert hatte. Die jugoslawische Armee besetzt Kosovo, besetzt das eigene Staatsgebiet.
poslušavate antišqiptare. Presidenca Jugoslave duke shpallur gjendjen e dytë jashtëzakonshme dhe orën e dytë policore, i ndihmon Serbisë për ta miratuar me tanke kushtetutën antishqiptare, kushtetutën e kundërt me vullnetin politik të shqiptarëve, e cila i hapte dyert e miratimit kushtetutës hegemoniste serbe. Im März 1989 bricht eine neue Welle der Gewalt über Kosovo herein. Unter den Mündungen von Panzerkanonen und Maschinengewehren stimmt das Parlament von Kosovo Ende März 1989 der von Milosevic geforderten Verfassungsänderung zu, die die Autonomie von Kosovo praktisch beseitigt. Milosevic glaubte sich am Ziel, doch der Widerstand der albanischen Bevölkerung ist bis heute ungebrochen. Albanische Studenten in Kosovo forderten weiter Demokratie, Freiheit und die Einschaltung Europas in diesen Konflikt. Im Gegenzug wurden sie von der serbischen kommunistischen Führung als Feinde, Nationalisten und Separatisten, ja sogar als Terroristen bezeichnet. Wenn aber die Forderungen nach Demokratie und Freiheit nationalistischer, separatistischer und sogar terroristischer Natur sein sollten, so müsste man dessen auch ganz Europa bezichtigen. Policia, tymi, brasje të njerëzve që kërkojnë liri dhe pavarësi, që kërkojnë vlera evropiane dhe universale. Die serbische Polizei erschießt in Kosovo Ende März 1989 in zwei Tagen mehr als 20 Albaner, die gegen die Einschränkung der Autonomie protestieren. Immer wieder wird dort Blut vergossen. Serbien hat Kosovo in das größte und traurigste Gefängnis Europas verwandelt. Hausdurchsuchungen und Misshandlungen finden täglich statt. So rollt die alte Welle der Unterdrückung der Albaner weiter. Die Welle, die der serbische Politiker Petar Garaschanin schon vor 120 Jahren einleitete. Er plante die Vertreibung der Albaner vom Balkan. Genauso handelte später auch das Akademiemitglied Vasa Čubrilović. Am 7. März 1937 legte er in Belgrad seine einflussreiche Denkschrift »Die Vertreibung der Albaner« vor. Später war er Minister in der Regierung Titos. Im Jahre 1914 war Čubrilović einer der Beteiligten am Attentat von Sarajevo, das den Ersten Weltkrieg auslöste. Seine Nachfolger beschwören mit ihrer Politik in Kosovo heute wieder die Kriegsgefahr für Europa herauf. Ende 1989 wurden die ersten politischen Oppositionsparteien in den Reihen der Kosovo-Albaner gegründet. Die älteste und die größte dieser Parteien ist der Demokratische Bund von Kosovo, mit inzwischen über 700.000 Mitgliedern. An seiner Spitze steht Dr. Ibrahim Rugova. Die Opposition ist demokratisch orientiert und leistet einen gewaltlosen Widerstand gegen die Besatzung Kosovas. Ende Januar 1990, Pristina. Albanische Studenten verlangen vor dem Sitz der regierenden kommunistischen Partei freie Wahlen, ein Mehrparteiensystem, Freilassung der politischen Gefangenen und die Wiederherstellung der Autonomie von Kosovo. Der vor sie hintretende KP-Chef und ehemalige Innenminister Kosovas, Rahman Morina, wird von ihnen niedergeschrien. Du bist ein Verräter. Mehr Parteien. Mehr Parteien. Demokratie. Sofort danach setzt wieder blutige Repression ein.
Der gegen die Albaner gerichtete Einsatz der jugoslawischen Bundespolizei und der Armee hat diese Organisationen der Föderation in bloße Werkzeuge der serbischen Hegemoniepolitik verwandelt. Die von Belgrad kommandierte Polizei und Armee verübten jede Brutalität, um das Volk von Kosova kleinzukriegen. Im Januar und Februar 1990 mussten in Kosova erneut Gräber ausgehoben werden. Mindestens 30 Tote, ausnahmslos albanische Zivilisten. Darunter mehrere Minderjährige waren die Opfer. Vom März 1989 bis März 1990 starben unter den Schüssen der Polizei und der Armee rund 70 albanische Zivilisten. Im Januar und Februar 1990 gab es nichts als Tränengas, brutale Knüppelangriffe, scharfe Schüsse, Verletzte, Tote.